Einen schönen guten Tag, liebe Pico-Freunde. Ich wollte Ihnen ja, wie versprochen, einige Fragen beantworten. Ich habe, oder meine Mitarbeiterin hat einige Fragen ausgewählt, hat sie mir zusammengestellt und ich werde mir jetzt ein wenig Zeit nehmen und versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Habe dazu auch einige Videos gedreht, die wir dann einblenden werden. Es hat ein bisschen gedauert. Ich bin ja jetzt ein bisschen länger in China als eigentlich geplant. Ich wollte einen Monat hier bleiben. Mittlerweile sind schon eineinhalb und ich werde wahrscheinlich bis fast Mitte Mai hier sein. Das sind dann 2,5 Monate. Warum? Ja, Corona-Krise. Aber dazu vielleicht später noch etwas mehr. Jetzt zu den Fragen. Die Frage kam, wie sieht es mit dem Stand der Entwicklung der Baureihe 120 aus? Kurz und knapp. Sie ist fertig, sie geht am 9.5. in den Container und wird dann im Juni ausgeliefert. Jetzt will ich Ihnen kurz mal die Lok von den verschiedenen Seiten zeigen. Und auch hier ist die Dachlandschaft wieder richtig toll geworden. Ruft gerade wieder einer an. Auch die Drehgestelle sehr schön. Ein Pico-Fan wollte gerne wissen, ob es hier auch in China Mitarbeiter gibt, die Modellbahnanlagen besitzen. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, da ich das nicht genau weiß. Ich weiß allerdings, dass ein leitender Angestellter ein Modellbahn-Fan ist. Er hat aber dennoch keine Modelle zu Hause. Das liegt zum Teil natürlich auch an dem Platz. Aber ich kann Ihnen auch nicht genau erzählen, wie viele meiner Mitarbeiter in Deutschland Anlagen haben. Es gibt einige, das weiß ich definitiv, aber wie viel, weiß ich nicht. Deutschland hat man natürlich auch ein bisschen mehr Platz als hier in China. Dann, wie gehen Pico-Mitarbeiter hier in China mit dem Virus um? Mit Respekt und Mundschutz, aber sie haben keine Angst. In letzter Zeit kommt es sogar wieder vor, dass bei meinem morgendlichen Betriebsrundgang mir einige Mitarbeiter die Hand zum Gruß reichen. Eigentlich will ich das nicht so recht machen, aber manchmal kann ich es nicht ablehnen und dann desinfiziere ich mir halt meine Hände anschließend schnell wieder. Ganz generell vielleicht zu China und zum Coronavirus. Hier ist man deutlich mehr bereit, kollektive Maßnahmen umzusetzen, wie zum Beispiel Mundschutz tragen oder auch zu akzeptieren, dass Städte einfach isoliert werden. Das hat sicherlich dazu geführt, dass in China die Epidemie etwas schneller kontrolliert wurde. Ich muss sagen, dass man hier auch deutlich konsequenter mit den Kontrollen umgeht. Als ich zum Beispiel 14 Tage in Quarantäne war, sind jeden Tag 3 bis 4 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes gekommen, um mich zu kontrollieren und Fieber zu messen. Keine Angst, ich habe kein Coronavirus. Jeden Tag, also 10 Tage lang. Am letzten Tag sind sie sogar gekommen und haben noch einen Coronavirus-Test bei mir gemacht. Am nächsten Tag bekam ich das Ergebnis negativ. Also wie gesagt, war alles in Ordnung. Jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, naja, in China, da kann man sich auf diese Tests sowieso nicht verlassen, wenn das so schnell geht. Das mag schon sein, dass das in Deutschland etwas genauer gemacht wird. Aber ich wollte Ihnen da mal erzählen, wir haben einen Mitarbeiter testen lassen, der vermutlich infiziert war, weil er einen Familienangehörigen hatte, der infiziert war. Das Ergebnis hat 7 Tage gedauert, bis der Mitarbeiter dann erfahren hat, dass der Test auch negativ war. Ob das allerdings viel besser ist, frage ich mich schon. Mittlerweile scheint man ja auch in Deutschland bereit zu sein, Mundschutz zu tragen.
Bei uns in der Firma ist das seit März angeordnet. Es hilft sicher, Tröpfcheninfektionen zu verhindern. Also sollte man das auch machen. Dann gab es eine Frage, wie viele Mitarbeiter hat unser Werk hier in China? Derzeit sind es 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich hoffe, es werden noch in den nächsten Tagen mehr. Dann kam eine Frage, wie lange dauert denn die Entwicklung und warum haben wir eine so saubere Produktion? Vielen Dank für das Kompliment, was mit der Frage verbunden ist. Die Fertigstellung einer Lok. Wir haben insgesamt 2 bis 3 Monate brauchen wir, um Recherchen zu machen am Vorbild. Wir entwickeln 4 Monate. Wir haben circa 4 Monate Formbau, 3 Monate Produktion, 2 Monate Lieferzeit. Also insgesamt circa 16 Monate, 1,5 Jahre. Nach der Entscheidung, dass wir ein Modell machen. Saubere Produktion. Selbst durch die Fertigung laufen, immer wieder darauf hinweisen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und das den Managern und den Supervisern immer wieder sagen, das dauert Jahre. Wir sind jetzt hier 12 Jahre in China und ich glaube, wir haben schon einiges erreicht. Ich bin einfach der Meinung, eine gute Qualität kann man nur dann produzieren, wenn man auch in einer sauberen Umgebung arbeitet. In chinesischen Firmen scheint das nicht der Fall zu sein, aber wir wollen das mal so handhaben. Wie wird die Beschichtung der Lokräder gemacht? 2 Prozesse. Einmal werden sie galvanisiert, zum anderen werden sie bedruckt. Und nach der Bedruckung wird also ein spezieller Qualitätstest gemacht. Das heißt, sie werden aufgespannt und der Rundlauf wird optisch wird kontrolliert, ob der Druck auch zentriert ist. Weil wir hatten das vor Jahren mal, ich bin da richtig erschrocken, als ich das gesehen habe. Da war auf einer Lok war der Druck ein bisschen aus der Mitte und dann sieht die Lok fürchterlich eiernd aus. Also wenn man das sieht, eine Katastrophe. Also insofern haben wir das gut in den Griff bekommen. Dann wollten zwei Pico-Fans wissen, wie es denn nach der Produktion weitergeht. Ja, nach der Produktion steht die Ware vielleicht 2, 3 Wochen hier, je nachdem. Dann kommen sie in den Container, dann geht es mit dem LKW nach Yantian in Shenzhen. Es ist ein Hafen hier in China, der nicht allzu weit weg ist, circa 2 Stunden. Und dann schwimmen die Container 4 bis 5 Wochen, kommen dann in Hamburg an, werden gelöscht und kommen entweder per Zug oder per LKW zu uns nach Sonneberg. Frage, warum wir nicht über die Seidenstraße, Landroute per Zug transportieren. Erstens ist es teuer und zweitens ist es nicht wesentlich schneller. Also wir müssen manchmal 1 oder 2 Wochen hier darauf warten, bis der Zug voll ist, weil die schicken den nicht weg, wenn da nur, sagen wir mal, 50% der Container auf dem Zug sind, dann bleibt der einfach eine Woche länger stehen. Und wenn man das Risiko eingeht, dann schicken wir es lieber per Schiff, da wissen wir es, dass wir es in 5 Wochen haben. Einer unserer Kunden hat gefragt, er hätte gern die Produktion der TT-BR-150 gesehen. Und diese läuft jetzt gerade im Spraying Department ab. Und wir sehen hier eine ganze Reihe, wo die ganzen Gehäuse liegen und hier gespritzt werden. Überall die BR-150. Und für die TT BR 150 werden hier jetzt die Chassis von Überspritzungen aus dem Zinkdruckguss befreit. Relativ viel Handarbeit. Aber leider geht das nicht anders, als dass man das alles manuell macht. Weil eine vollständige Automatisierung ist bei den Stückzahlen, die wir hier haben, einfach nicht rentabel. Nachdem die
Gehäuse gespritzt sind, abgespritzt sind, kommt jetzt die Tampondruckerei dran. Und hier sehen wir jetzt, wie auf unserer 6-Farben-Maschine ein Teil der Drucke auf das Gehäuse der BR150 in TT aufgebracht wird. Und wichtig ist immer, dass genau geprüft wird, ob die Drucke auch gut sind. Die Frage, ob wir C-Gleisstrecken haben. Alle unsere Wechselstrommodelle durchlaufen eine C-Gleis-Teststrecke hier in China, die eigentlich alle relevanten Gleiselemente enthalten. Funktions- und Serienmuster werden getestet, natürlich hier in China. Und auch vor der Auslieferung wird nochmal eine AQL-Prüfung gemacht, also eine Qualitätsprüfung gemacht. Und alle Modelle, die in Sonneberg ankommen, werden dort auch nochmal einer Eingangsprüfung unterzogen. Und sollte es irgendwelche Probleme geben, werden die auch nachgearbeitet. Dann kam eine Frage, vermutlich eines Italieners: What is going on with the D141? This is in the design department now, and we hope that we can ship this short before the end of the year. It will have a little delay because of the coronavirus, but I still hope that we can ship it this year. Was ist mit der Modellbahnszene hier in China? Es gibt Modellbahner, es gibt allerdings nicht so viele wie in Europa. Kleine Story dazu. Vor 4 Jahren bin ich mal mit einer Mitarbeiterin in Peking gewesen. Wir hatten eine Ausstellung und der Kunde von uns hat gemeint, wir müssten unbedingt seine Modellbahnanlage anschauen. Wir wollten zwar zum Flughafen, aber habe ich gesagt, ja, muss man ja machen. Ich zeige Ihnen gleich die Bilder. Wir sind dann dort gewesen. Es war gigantisch. Es war schlicht und einfach gigantisch. Sie werden es nicht glauben. Sie sehen gleich die Bilder. Und anschließend mussten wir zum Flughafen. Er ist dann wie ein Wilder zum Flughafen gefahren. Wir sind dann 10 Minuten vor Abflug zum Flughafen gekommen. Da hatte ich wirklich damals Angst beim Autofahren. Auf zweispurigen Straßen links gefahren auf der Gegenfahrbahn, weil ein Stau war. Also einfach vorbei. Es war wir haben es überlebt. Schauen Sie sich die Bilder an. Toll. Also, es gibt Modellbahner. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Sache zeigen, die mir besonders gut gefällt. Seit über einem Jahr haben wir an einer Kurzkupplung gearbeitet. Nach vielem Hin und Her zwischen Produktmanagement und Entwicklung haben sich dann meine Mitarbeiter darauf geeinigt, wie so eine Kurzkupplung, die auch stromführend sein sollte, aussehen kann. Es gab lange Diskussionen, ob sie einpolig oder zweipolig ist. In dem Fall habe ich gesagt, bitte zweipolig, damit man nicht noch irgendwelche zusätzlichen Schleifer benötigt. Ich zeige Ihnen jetzt gleich das Video. Hier möchte ich Ihnen mal unsere neue stromführende Kurzkupplung vorführen. Sehr filigran alles. 2 Kontakte. Und hier gibt es einen kleinen Hebel, der dann nach unten rutscht und verschließt. Jetzt führen wir sie mal zusammen, die beiden. Machen wir es mal so, dann sehen Sie es besser. Und lösen tut man es einfach, indem man hier unten, das haben Sie ja vorhin, das zeige ich Ihnen jetzt noch auf einem anderen Video,
hier unten diese Hebel nach oben drückt. Drückt man nach oben und dann kann man sie entkuppeln. Aber man kann sie auch einfach entkuppeln, indem man einfach nach oben wegzieht. Geht auch. Tolle Geschichte. Also wirklich super Entwicklung. Passt in alle Normschächte rein. Kosten sind für zwei Kupplungen 15 Euro und ab Juni lieferbar. Ihre Personenwagen haben sich da bestimmt schon drauf gefreut. Sie werden sich fragen, warum ich das so wichtig finde, bei der elektrischen Kurzkupplung habe ich mich so an meine Kindheit zurückerinnert und mir ist eingefallen, dass ich eigentlich auf meiner Anlage damals am liebsten Personenzüge abfahren lassen, natürlich immer beleuchtet. Und wenn man in dem Raum dann das Licht ausgeschaltet hat und den Zug dann beleuchtet, den Personenzug über die Anlage hat fahren sehen, das hat mich damals als Junge sehr begeistert. Und darum habe ich gesagt, wir brauchen eine stromführende Kupplung. Was der große Vorteil, also nicht nur, dass ich dann natürlich Strom in den Zug bekomme, sondern Sie brauchen bei dem Personenzug nur einen Schleifer. Und Sie können dann die Spannung durch 5 bis 6 Personenwagen durchschleifen und haben dann einen relativ geringen Rollwiderstand. Ich muss sagen, es ist einfach toll, wenn man sieht, wie so ein Personenzug mit der Beleuchtung über die Anlage fährt. Kann man sich doch richtig dran freuen. Gut, ich hoffe, ich habe weitgehend alle Fragen beantwortet. Bedanke mich wieder für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder nach Deutschland darf und freue mich schon wieder auf einen blauen Himmel, auf Sonnenschein und grüne Wiesen. Hier ist, wenn ich jetzt mal rausschaue, hier ist ja wie üblich alles grau. Ich hatte jetzt in den 6 Wochen, wo ich hier war, einen einzigen Tag, wo wir ein traumhaftes Wetter hatten. Wunderschöner blauer Himmel. Ich konnte 40, 50 Kilometer weit gucken. Aber das ist eher die Ausnahme. Herzlichen Dank. Schöne Grüße aus China. Weiterhin viel Spaß mit der Pico-Modellbahn, auch in der Corona-Zeit. Vielleicht hat der eine oder andere ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, um mit der Modellbahn zu spielen. Ich glaube es ja, wir merken es, wir kriegen im Moment sehr, sehr viele Bestellungen für Ersatzteile. Offensichtlich sucht man jetzt oder kommt man auf die Idee, ach, da habe ich doch irgendwo noch Modelleisenbahn und dann geht man nach und dann läuft da irgendwas nicht und dann braucht man ein Ersatzteil. Unser Versand ist aktiv, wir liefern innerhalb von 1 bis 3 Tagen Ersatzteile aus, glaube ich, hoffe ich zumindest, dass es immer so kurz ist. Wir freuen uns natürlich auf Ihre Bestellung und wir sind auch gerne bereit, das schnellstmöglich zu erledigen. Weiterhin vielen Dank für Ihre Unterstützung und viel Spaß mit Pico.